Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meiner kleinen Farm in Ravenport in der 61. Folge. Ich bin's, Thomas von TomTom Games, und das ist alles total durcheinander, würde ich eigentlich sagen. Also nochmal herzlich willkommen. Ich bin's, Thomas von TomTom Games, und ihr seid mit dabei in der 61. Folge meiner kleinen Let's Play-Reihe zu Farming Simulator 2019. Und wir sind wieder unter uns, also ich bin wieder allein. Also die letzten zwei Folgen hatten wir ja Besuch aus Neuseeland mit Marek. Ich muss nochmal sagen, wie cool ich das fand, dass das technisch so funktioniert hat, wie es denn dann funktioniert hat. Da war ich schon begeistert. Toll, was moderne Kommunikationstechnologie so zu leisten imstande ist, wenn sie denn funktioniert. Also das war jetzt ja zum Beispiel welche, die zum Teil nicht in Deutschland stand, dann klappt das oft besser. Ja. Aber es ist ein bisschen Arbeit liegen geblieben in der Zeit, ne? Naja. Also erstmal werfen wir direkt mal hier die Sämaschine an. Ja, nee, aber fand ich super. Bei euch Zuschauern bin ich nicht ganz sicher, ob ihr es so gut fandet. Zumindest die zweite von der Doppelfolge wurde nicht so ganz so häufig geguckt. Aber es kann natürlich auch an anderen Sachen gelegen haben. Naja, ich freue mich aber auch, wenn Marek vielleicht nochmal dabei ist. Denn mir hat das echt Spaß gemacht. Ich wäre auch bereit, andere Gäste zu empfangen. Das ist ja mal ganz lustig. Kann man ein bisschen über dies und das und eben auch über die Reihe selbst sprechen oder über das Game selbst, je nachdem. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Gibt es ja in der Spotlight-Reihe auch. Da war Hannes ja schon zweimal, glaube ich, zu Besuch in der Folge. Das gibt mal einfach eine andere Sicht auf Dinge. Ja, gut, hier wird jetzt weiter wieder Raps ausgesät. Ich mache also noch einen Durchgang mit Raps. Und jetzt muss ich hier mal schauen. Wie gesagt, ich habe in der Doppelfolge so ein bisschen den Überblick verloren, wo wir eigentlich jetzt womit stehen. Auf jeden Fall geht es jetzt ja darum, wie oben das funktioniert, das Feld einzusäen auch. Ich habe sogar darüber nachgedacht, vielleicht muss ich mal ausrechnen, was ich eigentlich für die Felder 14, 15 kriege. Und ob es nicht sinnvoller ist, tatsächlich dann, Moment eben, ob es nicht sinnvoller ist, vielleicht direkt stattdessen ein größeres, ein zusammenhängendes größeres Feld zu pachten, was dafür vom Schnitt her besser ist. Also, denn so ein bisschen umständlich ist das jetzt ja schon da oben. Das war jetzt ja weder gut zu abzuernten, noch gut zu bepflanzen. Überhaupt alles sehr umständlich, und so ein richtiges, schönes, klassisch rechteckiges Feld könnte da tatsächlich ja doch helfen. Das muss ich mir jetzt vielleicht tatsächlich mal ansehen in der Übersicht, wenn wir soweit sind. Ich mache jetzt gerade erst einmal den Hänger hier voll. Und dann schauen wir mal weiter. Das muss ich hier mal eben. So. Hier kommen wir noch nirgendwo durch. Na, den Sammler hochklappen. Wir fahren einfach einmal die Ballen wegbringen, und dann fahre ich auf dem Rückweg kurz mal oben beim Feld vorbei. Schau mal, wie da eigentlich jetzt genau der Stand war. Was da an Gerätschaften gerade rumsteht. Dann muss ich auch gleich schon wieder runter, weil der Korntank vom Mähdrescher vermutlich voll ist, bevor er fertig ist mit der Ernte auf Feld 19. Und dann sehen wir weiter. Ja, 61 Folgen jetzt schon. Das ist natürlich auch schon eine ganz ordentliche Serie. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe jetzt zwei, drei andere Sachen entweder zu Ende gebracht oder auch wieder weitergemacht. Der Planer läuft auch im Moment gut, da habe ich wirklich viele Zuschauer, das freut mich nämlich auch. Spotlight müsste ich auch demnächst vielleicht nochmal eine Folge machen. Ansonsten habe ich auf jeden Fall noch offen, das weiß ich auch, Colonization
Und Tante Frieda wollte ich ja tatsächlich zu Ende bringen, aber da braucht man natürlich noch irgendwie eine Abschlussfolge oder zwei Abschlussfolgen. Mal sehen, was ich da noch mache, in welchem Umfang. Aber da wird es auf jeden Fall natürlich noch einen Abschluss für geben. Und Colonization würde ich schon auch gerne zu Ende spielen noch. Bin da aber nur so teilmotiviert gerade. Deshalb muss ich da mal sehen. Ja, und dann habe ich noch Mad TV offen. Ja, boah, das fühlte sich für mich auch ein bisschen schleppend an. Tatsächlich werde ich aber auch noch mal weitermachen. Trotzdem, die Folgen, die jetzt so liefen, das ist auch das, was im Moment wohl erstmal regelmäßiger laufen wird. Und ja, dann habe ich noch Dinge, die ich eigentlich gerne noch machen wollte, auf jeden Fall. Und auf die ich auch schon öfters angesprochen wurde. Und zwar überlege ich an einer BMH, also Bundesliga Manager Hattrick. Und ich überlege, ob ich Railroad Tycoon vielleicht mal den Teil 2 und 3 auch mal spiele. Railroad Tycoon Deluxe hatte ja doch auch relativ spontan dann aufgehört, weil ich an die Grenzen des Spiels geraten war. Und zwar bevor ich am Ende der Spielzeit angekommen war, war ich ja mit meinen Bahnhöfen und schon an die Grenze geraten, was ich ja wirklich sehr schade fand. Aber damit auch wirklich so ein bisschen den Spaß aus dem Spiel genommen hat, ne? Was schade ist, denn es ist ein wirklich schönes Spiel, was ich auch immer wieder gerne spiele. Nichtsdestotrotz ist das so ein Dämpfer, ne? Kann man sich ja auch denken, wenn man das so spielt und auf einmal kann man nicht mehr vorankommen. So, ja, hier oben haben wir also auch Ballen einzusammeln. Wir können auf jeden Fall Ballen ohne Ende sammeln. Ich sehe schon, ich war mit dem Mähen auch noch nicht ganz durch. Aber hier oben ist bewachsen. Das heißt, das hat sich, das, genau, so weit waren wir also. Hier musste auch ge. Ah, jetzt hänge ich im Boden fest. Ah, jetzt. Ja, hier oben muss ich also auch abernten, die 15. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen Mathematik machen. Also, gucken wir uns die Karte mal an. Wir sind hier. Ich gehe mal in den Immobilienmodus sozusagen. So, dieses hat einen Wert von 126.000 und das von 102.000, also sind wir bei 228.000. Und das reicht nicht für das und das reicht nicht für das. Hier unten, die sind zu klein von der Fläche. Ich habe auch keine Lust, jetzt riesige Felder da selbst anzulegen. Das ist auch Quatsch. Das heißt, wir müssen tatsächlich einfach noch mehr Geld verdienen. Wir müssen kommen auf jeden Fall auf einen Betrag von 428.000 wäre gut. Also die müssen wir irgendwie zusammenkriegen. 428.000. Und zwar schon inklusive der, also nochmal ungefähr 200.000 brauchen wir. Ziemlich genau sogar, 200.000. Heißt, jetzt gerade bei unserem Kontostand müssen wir also noch 140, ungefähr 140.000. Wir sollten ein bisschen Puffer haben, denn das Bestellen des Feldes mit Helfern und so weiter, das kostet ja auch. Das heißt, also 140.000 müssten wir jetzt noch verdienen. Dann könnten wir umsatteln auf Feld 12, statt Feld 14 und 15. Bedeutet im Gegenzug aber auch, dass uns hier die Fläche von Feld 14, die wir hier im Moment auch wirklich für Einkünfte, wie ihr ja gerade auch seht, aus der Silage nutzen. Das würde ja wegfallen. Zwar gibt es um das Feld herum auch ein bisschen Wiese, aber da werden wir nicht dieselben Mengen hier runterholen, natürlich wie auf einem dafür extra bepflanzten Feld. Das muss man dabei natürlich dann auch wirklich im Hinterkopf behalten, dass sich da die. Oh, das wird aber gefährlich. Den lasse ich erstmal vorsichtshalber durchfahren. Das sollte ich, glaube ich, ganz anders machen. Wie viel passen noch drauf? Natürlich auch nur noch zwei. Ja, und ich musste unten vorbei, um den Mähdrescher auszuleeren. Das kommt auch noch hinzu. Ach, in die Richtung kann man nicht ordentlich fahren, ne? Doch, geht. Ein. Zwei. Ja, klappen wir hoch. Jetzt ist natürlich hier oben, den Rest mache ich gleich.
fahre ich erstmal runter, den Mähdrescher ausleeren und dann müssen wir mit dem Mähdrescher, ach, das wird ja ein Hin und Her, mit dem Mähdrescher hier hoch, um dann hier die Ernte zu machen. Bin ja gespannt, inwieweit das funktionieren wird. Wie viel wir da eingreifen müssen. Tja. Nicht so einfach. Ja, ansonsten die ETS-Reihe habe ich auch weitergemacht. Ich überlege, ob ich da nicht auch so eine Mischung mache. Ob ich nicht das anfange auch zu twitchen. Mal sehen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel dem noch fehlte hier, als der Korntank voll war. Kann ich immer noch nicht sehen. Wo ist er denn? Ah ja, gut. Okay. Ja, das ist ja noch ein ganzes Stück. Also, das heißt, wir hängen den hier erstmal ab. Sammeln den gleich wieder ein. Nehmen den mal eben hinten dran. Einmal Korntank ausleeren. Passe ich hier durch? Ja, knapp, aber passt. Ja, wirklich lohnt tut sich das nicht, aber also viel, viel Raps wird da nicht mehr rauskommen bei. Oh, jetzt fahre ich auch noch dagegen, gegen das Rohr. Also hier ist schon, das ist schon ein bisschen doof, weil der Mähdrescher ist eigentlich schon zu klein für den Hänger, den ich jetzt hier gekauft habe. Ne, wenn wir uns das mal ansehen. Ja, nee, geht eigentlich ist noch okay. Ich war einfach zu nah dran gefahren. Es war einfach meine Unfähigkeit. Muss man auch mal zustehen. Gut, den leeren wir aus. War auch noch was drauf. Hatte ich überhaupt nicht ausgeleert, lustigerweise. Warum auch immer. Wahrscheinlich abgelenkt vom Gespräch mit Marek. So, fahren wir wieder runter. Oh, da geht's aber. Wo oh, komme ich da rum? Aber gerade so. Mitten durch, alles kaputt fahren, wie immer. So, einmal zum Silo. Und dann nehmen wir den Hänger wieder hinten dran. Jetzt leere ich ihn einfach aus, dann ist es raus. Was raus ist, ist raus. Jetzt holen wir uns nochmal 8000 Euro ab bei der Scheune oben. Und wenn wir dann zurückkommen, können wir hier unten den Mähdrescher für oben für Feld 15 holen. So, wie sieht es hier aus? Der ist am Feld bestellen. Das klappt ganz gut, ja, oder nicht? Der hängt da hinten irgendwo fest. Wahrscheinlich ist er. Ach, der ist da wieder hängen geblieben. Ja, so richtig laufen tut es heute nicht. Na gut. Also, erst die Ballen wegbringen. Dann den mit seinem Säen da hinten richten. Der hängt wieder irgendwo fest, dann ist der Helfer einfach nach Hause gegangen, nur weil der Trecker am Hang hängen bleibt. Vielleicht sollte ich einfach gucken, was es kostet, alle Felder zu verkaufen und direkt auf ein vernünftiges Feld umzusteigen, bei dem die Helfer auch nicht jedes Mal alle Viere von sich strecken und meinen, sie könnten da nicht arbeiten.
Uiuiuiui, ein bisschen schnell gewesen. Okay, einmal abladen. Oh. Einmal abladen. $8.000 Lalalas kassieren. 8.420. Klappen wir wieder ein. Und dann geht's zum Hof zurück. Was ist der Sammelwagen dreckig? Und mein Traktor auch. Alter Falter. Okay, ist hochgeklappt wieder. So. Was für ein Geruckel hier wieder. Hobel. Soll einer mal eine ordentliche Straße hinbauen? Wem gehört das denn hier? Ah. So, jetzt gucken wir mal, was der da hinten gemacht hat, der Helfer, und wo der da blöd festhängt. Jo. Jo. Geht halt nicht, ne? Muss man vielleicht mal ein Stück zurücksetzen. Sowas ist ja möglich, habe ich gehört. Ein Trecker hat ja durchaus mal einen Gang oder zwei. So, dann sagen wir jetzt einen neuen Helfer mal eben. Leg mal los hier. Ja, was habe ich denn da eigentlich? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das da? Was ist das denn? Ist das eine Wetterstation? Die hatte ich ja noch nie gesehen. Oh, ein Specht. Oh, ich hoffe, der Sound ist laut genug, sodass ihr den auch hier hören konntet. So, die Hühner hier. Was machen die Eier? Ist noch Platz. Gut. Wo ist mein Traktor? Okay, jetzt hoffe ich, dass der nicht wieder hängen bleibt hier. Da hätte ich nämlich keine Lust drauf. Jetzt fahren wir mit dem Trecker rüber zum Mähdrescher. Und dann fahren wir mit dem Mähdrescher hoch zu Feld 15 und werfen da mal die Ernte an. Und dann gucken wir mal, wie schlimm das wird. Wahrscheinlich wird es schrecklich. Oh. Da wirftet einen aber in der Kabine hin und her bei den Schlaglöchern, die es hier gibt. So, das müsste dieser Helfer hier jetzt gewesen sein. Mal einsteigen. Die Türen schließen. Nächste Fahrt geht rückwärts. Helfer D wird schon wieder durch irgendwas blockiert. Ach, ehrlich. Also vielleicht ist das tatsächlich der nächste Schritt. Ich verkaufe die ganze Farm und kaufe mir einfach eine neue. Ich baue mir eine neue, schicke Farm. Weil der Ort gefällt mir sehr gut. Eigentlich gefällt mir auch die Farm sehr gut hier. Ich finde das ja schön, dieser Hof unten im Tal gelegen. Aber manchmal hätte ich schon auch Lust, alles zu verkaufen und einfach mal irgendwo was zu machen, wo man weniger Probleme hat. Das ist auch sehr umständlich, die kleinen Felder. Könnte man ja einfach machen, ne? Meine, das Geld kriegt man ja. Das ist das Gute. Hier im Spiel natürlich auch ein bisschen unrealistisch. Wobei, es könnte auch schlecht sein. Also die Grundstückspreise verändern sich nicht. Ich kann das Grundstück kaufen und zum selben Preis wieder verkaufen. Das ist natürlich bombastisch für solche Tauschaktionen wie die, die ich gerade angedacht hatte. Ist natürlich ein Nachteil, wenn eigentlich die Grundstückspreise vielleicht steigen würden. Aber. Ja. Nun denn, vielleicht muss ich aber da auch tatsächlich mal drüber nachdenken, das zu tun. Jetzt fange ich aber erstmal damit an, dass ich hier die Ernte an den Start bringe. Ja, und jetzt ist ja die Frage, hier ist halt noch nicht gar, nenne ich es mal.
Also den wenigsten Verschnitt sozusagen werde ich haben, wenn ich so ernte wie bisher. Die Diagonale führt immer dazu, dass der das letzte Stück weglässt. Deshalb klappt das lustigerweise so halt am besten. Aber dann hängt man ja immer unten im Graben. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen. Wie machen wir es also am besten? Schwierig. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Hatte ich ja eigentlich mit Marek drüber gesprochen, dass ich es mal versuchen sollte so. Also machen wir das auch mal so. Hier einmal ansetzen. Ihr seht schon, das wird keine sonderlich lange Bahn, die da gefahren wird. So, und jetzt wendet er nämlich da gleich drauf, der Helfer. Mal gucken. Ja, ich mache in der Zeit mal eben hier oben den letzten Rest vom Gras noch. Gucke ich mal, ob ich noch einen Ballen draus zusammenkriege. Und dann können wir die Ballen ja auch weiter einsammeln eigentlich. Wobei, dann ist auch wahrscheinlich die Zeit schon fast vorbei. So, einmal. Was haben wir denn? 700 Liter haben wir drin. Ja, das wird aber kein Ballen mehr wahrscheinlich. Ja, vielleicht mit ein bisschen Glück. Mal sehen. Erstmal liegt da jetzt einer im Weg. Den schieben wir ein bisschen weg. Oh Gott. Ja. Was soll man dazu sagen? Sonst lästere ich immer über die guten Helfer. Nee, was hier alles möglich ist in diesem Spiel. Na gut. So, 1700 Liter. 1000 Liter haben wir also jetzt eingesammelt bisher. Gucken wir mal, was da so passiert. Hier haben wir auch noch ein bisschen Gras stehen. Nehmen wir auch noch mit. Auch da neben dem Feld könnte ich noch ein bisschen was einsammeln. Und hier ist auch noch was. Aber wird doch noch einballen. Das ist doch gut. 3000 Liter, gut. 3100 Liter. Was ist denn mit dem hier? Liegt doch ganz viel rum. Warum liegt da überhaupt noch was rum?3600 Liter. So, jetzt mache ich da direkt oben am Rand noch her. Dann haben wir die 4000 Liter doch zusammen. Hier. Voll ist, ist er voll. Super. So, dann hören wir nämlich jetzt auch einfach auf mit den Ballen. Ich lade mal den einen aus hier, nicht so nah da oben dran, denn da fährt er jetzt ja immer zum Wenden aufs Feld hier. Ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe es später nicht. Aber im OBS-Fenster ruckelt es jetzt. Warum auch immer. Es scheint ja bisher zu funktionieren mit dem Abernten. Ein bisschen mühselig so, aber ich meine, er bleibt jetzt bisher nicht in irgendwelchen Gräben hängen. Eigentlich eine ganz sympathische Geschichte. Sollte das so funktionieren, wäre ich ja ganz froh. Wenn dann das Aussehen da genau. Die Frage ist, was macht er, wenn er jetzt gleich an den Bereich kommt, der eben noch nicht erntereif ist? Dann bricht er eventuell ab und dann haben wir die ganzen Bahnen immer einzeln. So, dass wir da händisch eingreifen müssen. Da habe ich natürlich gerade keine Lust zu. Das ist natürlich auch nur, weil ich jetzt gerade nicht abgewartet habe mit der Ernte. Ja. Naja. So, ich fahre jetzt runter. Dann mache ich noch einmal den Hänger voll mit Ballen. Die bringen wir wahrscheinlich auch noch einmal weg. Und dann denke ich, ist die Folge für heute aber auch zu Ende. Aber haben wir auch ein bisschen was geschafft. Immerhin ein bisschen Geld verdient.
ungefähr 25.000 Euro Geld verdient von 140.000, die wir brauchen. Nee, stimmt nicht ganz. Ich hatte, glaube ich, erst 8.000 verdient, also von etwa 122.000. Ich hätte ja auch gucken können, was wir jetzt haben, ne? Naja. So, der Gerät hier müssen wir auf jeden Fall gleich mal noch sauber machen. Den stelle ich einfach mal dahin. Ja, vielleicht mache ich ihn auch einfach direkt sauber, weil sonst verschiebe ich es nur wieder irgendwo hin. Und mach's dann doch nicht. So, einmal die Lanze nehmen. Und alles etwas pflegen. Das sieht doch gut aus. Und jetzt den Traktor noch. Der muss auch mal wieder schöner werden. So, und natürlich das Mähwerk. Gut, ja, sauber gemacht. Jetzt wollte ich ja die Ballen einsammeln. Bisher habe ich nichts gelesen davon, ob der oben noch weiterarbeitet. Ah, ich sehe aber jetzt gerade auf der Minimap, wenn ihr unten auch guckt. Das D ist ja unser Helfer, der arbeitet also noch. Das heißt, wir sind noch nicht an nicht erntefähigem Zeug gescheitert. Aber da fällt mir ein, der hier aussät, den haben wir noch nicht beachtet dabei der ganzen Geschichte, ne? Oh, hier, das klappt überhaupt nicht. Der senkt das hier die ganze Zeit in den Hang rein. Okay, erster Ballen eingesammelt. Zweiter Ballen eingesammelt. Dritter Ballen. Vierter Ballen. Fünf und sechs und sieben und acht. So, naja. Oh, der hängt schon wieder. Ich sehe ihn da oben schon wieder am Hang hängen. Ach, das ist so blöd, ehrlich. Ja, so kann man auch seine Folgen verbringen, damit den Helfern beim Einparken zu helfen quasi. Hoffentlich reicht's beim nächsten Mal. So, hier fahren wir auf die Spur und dann kann er direkt wieder loslegen. Also so einfach hätte es sein können, lieber Helfer. Liebes Team von Giants, bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass die Helfer bessere Fahrschule besuchen. Für den nächsten Teil. Da muss was passieren. Ist nicht auszuhalten so. Die Helfer müssen besser werden. Sollte ja zumindestens im Rahmen der Standardkarte und der Standardfelder, die man hat, sollte doch die Automatik halbwegs funktionieren. Sonst kann man sich die auch schenken. Tja. Ja, nochmal 8.000, dann sind wir schon bei 76.000. Das ist schon mal gut. Und vielleicht noch eine Ernte. Dann könnten wir tatsächlich vielleicht das andere Feld uns besorgen. Und das wird uns, glaube ich, richtig nach vorne bringen, weil wir da einfach viel, viel mehr Ertrag drauf haben. Und das auch noch mit viel weniger Umstand als jetzt gerade, weil wir uns nicht alle 2 Meter drum kümmern müssen, irgendeine Maschine umzusetzen. Es wird ein Fest.
Ich sage es euch, ein Fest wird es werden. Zack. Die Preise steigen. 8000, 8400 hatten wir eben, 8500 haben wir jetzt schon. Na, hoffentlich bleibt es dabei. Das wäre echt gut. So, der klappt den mal jetzt bitte noch hoch. Dann fahren wir zum Hof zurück und dann machen wir für heute auch Schluss und machen den Rest der Ernte und des neuen Bestellens der Felder machen wir dann beim nächsten Mal. Wobei ich jetzt mal eben beim Helfer vorbeifahre und danach schaue, ob der es jetzt wenigstens gebacken kriegt. Die unteren Bahnen von dem Feld, was ist es denn nochmal? Ich sehe die Nummer gerade schon nicht wieder. Von Feld 26, genau 26 war es. Die unteren Bahnen, die klappen eigentlich immer problemlos, weil dahinter der Hang nicht mehr so steil ist. Der flacht sich dann so ein bisschen ab. Der flacht da so ein bisschen ab. So muss es heißen, eher, wenn überhaupt. Okay, ja, jetzt läuft's da. Sehe ich ja schon, wie er da jetzt gerade wendet und macht und tut. Ja, gut. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Am 31 Minuten Spielzeit haben wir jetzt. Wir sind dabei, die Ernte endgültig einzubringen und neu auszusäen. Der Verkauf der Silage läuft auch gut, muss ich sagen. Wir können auch mal gucken. Heute haben wir schon damit einige Einnahmen gehabt. Da sehen wir das. Heute schon 25.000 Euro für Ballen bekommen. Und wir haben ja noch einiges da liegen. Wir werden also wieder hier irgendwo zwischen Samstag und Sonntag Werten liegen. Zwischen 30.000 und 50.000. Und wir haben natürlich jetzt einiges an Raps auch. Vielleicht da auch mal ganz kurz. Im Silo haben wir jetzt 38.000 Liter. Und wahrscheinlich kommen nochmal so 6.000 bis 8.000 Liter obendrauf. Ja, die können wir dann verkaufen hierfür. Das ist auch nochmal ganz gut. Was haben wir sonst noch im Silo liegen? Nicht so richtig tolles. 5000 Liter Sojabohnen, die aber auch gerade abgrundtief schlechten Preis haben. Das ist gar nicht gut. Ein paar Eier haben wir noch rumliegen. Das sind aber nicht genug damit. Das lohnt sich gerade nicht. Machen wir später. Gut. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart in der 61. Folge meiner Let's Play-Reihe zum Farming Simulator 2019. Ich habe ja auch ein bisschen darüber gesprochen, was hier auf dem Kanal vielleicht in Zukunft passiert, was auf jeden Fall läuft und falls ihr eben darauf wartet, auf was demnächst dann wohl doch nochmal wiederkommt. Das wird jetzt so in den nächsten Wochen sich alles wieder ein bisschen beruhigen, dann sich das beruflich auch wieder alles ein bisschen eingespielt und ja, dann kann es weitergehen. Ansonsten, ja, bleibt gesund. Halt die Ohren steif, es wird ja offensichtlich jetzt gerade alles ein bisschen besser wieder. Bis dahin, euer Thomas von TomTomGames. Ciao!